Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Lanz kocht. Und wir haben heute Besonderes vor. Immer dann, wenn es besonders spannend wird, geht es um ein Überraschungsmenü. Das heißt, die, die gleich kommen, wissen noch nicht, was gleich gekocht werden soll. Insofern begrüßen Sie mit uns die Ahnungslosen. Hier sind also Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Tim Melzer, Ness Müller und Lea Linster. Was hast du reingegeben? Für dich immer was Schönes. Kein Nachtisch. Kein Nachtisch. Was ist das hier? Warum? Alles gut? Was ist das hier? Ja. Mit Bart? Ja, ist doch geil. Freue mich sehr. Lea, ja, schön. Stopp. Komm. Alle einmal mit auf die erste Position. Komm mal mit nach vorne. Aber bevor wir anfangen, müssen wir noch mal reden über den Bart von Nelson Müller. Gefällt uns dieser Bart? Wie finden wir diesen Bart? Ja? Und den sieht man nicht schwarz auf schwarz. Ja. Müller muss man rausbringen. Ja. Der unauffälligste Bart aller Zeiten. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen so. Kennst du Chef oder Curtis Mayfield und ja. So? Diese 70er Jahre Soul-Sänger und so. Das, exakt. Weißt du, damit identifiziere ich mich und das kommt auch sehr gut an. Also auch bei manchen Frauen auch. Manchmal. Bei manchen Frauen und auch nur manchmal. So, wir kochen heute Überraschungsmenü. Nelson, und ich schwöre dir, wir werden dich heute in Schwitzen bringen. Es ist eine dieser Sendungen, in denen traditionell vergleichsweise wenig gesprochen wird, weil die Herrschaften endlich mal ans Arbeiten kommen. Also, für Alfons Schubeck haben wir heute vorbereitet. Achtung, Alfons. Wie schön. Pass auf. Wir haben, ich lese mal vor. Pass auf. Ein Bronzefenchel. Kennst du das? Ja. Ja, gut. Mit einer, was haben wir noch? Was ist das? Ach so, Brot. Gut, Brot. Brot, Kartoffeln, Sternanis, Hühnerfond, schwarzer Knoblauch aus Spanien, deine Abteilung, Zitronensaft, Fenchelsamen und Zwiebeln. Weißt du, was mich gerade beruhigt? Dass mein Mann Leseschwäche immer noch ZDF-Moderator werden kann. Ja, ist richtig. Aber guck mal hier, kannst du das lesen? Du weißt, dass eine gewisse Schlichtheit eine gute Voraussetzung ist, um in der Showbranche echt weit zu kommen. Hallo? Ja. Ich weiß, ja, guck mich an. Was ich schön finde, ist Zwiebel, der ja diesen berühmten Eigenantrieb auslöst, von dem Horst Lichter gerne spricht. Und dann Fenchelsamen, um die Blähung direkt wieder loszuwerden. Ne? Alfons, was könnte man daraus machen? Naja, könntest du mal Suppe machen? Du könntest eine Suppe machen. Dann mach doch mal eine Suppe. Ja. Überleg grad sonst, da kannst du da die Croutons vielleicht machen hier. Oder man macht so eine Art Kartoffelragout mit dem Fenchel. Der sehr geschmacks... Bitte? Ja. Mach Suppe. Was ich schön finde, ist dieser Enthusiasmus, der da so durchkommt bei dir. Ja. Ne? Was ist das hier? Das ist Bärendreck. Ach, das ist der berühmte Bärendreck. Mhm. Schwarzer Knoblauch. Ist es, ne? Ja. Wie macht man den? Bärendreck ist so Lakritze, oder? Mir hat jemand erzählt, wie das geht. Ich habe das jetzt vor einem halben Jahr ausprobiert, aber der wird und wird nicht schwarz. Ja, ist man versucht hier den Alterungsprozess. Ja, so schlimm ist nicht doch, jetzt. Nicht. Es ist also man versucht so. Auf natürliche. Markus, komm her. Kennen Sie Bärendreck? Wollen Sie mal probieren? Also man versucht auf natürliche nicht? Art diesen okay, Sie Alterungsprozess müssen. Zu reinigen, zwischen warm und wieder kalt. Seien Sie ehrlich. Und Ding und dann wird der so dunkel. Auch wenn der Schubeck medizinisch droht. Gesehen gibt er gar nichts mehr her. Es ist furchtbar. Hast du es gehört? Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar, ne? Es ist gut. Komm, das ist Markus, furchtbar. Das ist so, der wird natürlich gealtert. Ja. Gibt es so einen Prozess, was jetzt auch nicht genau und dann also medizinisch. Man nennt es rumliegen lassen. Das ist aber selten, dass Alfons sagt, weiß ich nicht so genau. Ja, wie es geht. Also der sagt ich der ganz weiß selten. Nur, dass man den erwärmt, dann wieder runter, dann wieder erwärmt und dann fermentiert. Fermentiert, ja. Fermentiert, aber medizinisch gesehen bringt er gar nichts. Du wolltest keine blöden Witze machen, ja, aber du bist ne? Im Bild, ja, ich merke das schon. Können wir später weiter plaudern und erstmal gucken, was von den anderen Tüchern drin okay, ist? Okay, also Alfons, legt sich fest, machst da Suppe. Gut. Oh, ich krieg diesen Geschmack jetzt nicht mehr. Kennst du das, wenn das hinten so am Gaumen fest sitzt? So, Cornelia Poletto. Ist doch deine Position, ne, Cornelia? Hat hier Cinta Senese,
Was das ist, werden wir gleich noch klären. Römersalat, Ciabatta-Brot, Lumis, Gouda, Himbeeren, Kapern, Oliven, Tomaten und Macadamia-Nüsse. Was könnte man daraus machen? Komm her. Also, ja, ich bin da. Hallo. Ja, wir haben, nee, weil das ist nämlich neu. Und das ist neu. Man muss erst mal 3 Minuten laufen lassen, oder? Entschuldige, 3 Minuten haben wir nicht. Aber was soll ich denn hier mitmachen? Was ist das? Weiß ich nicht. Lumis. Ach, das sind die Lumis? Ach so. Da habe ich noch nie was mitgemacht. Nee, ist aber das Einzige, was er vorgelesen hat, was ich nicht kenne. Und da ich das nicht kenne, da habe ich mir gedacht, dann müssen das die Lumis sein. Das ist eine großartige Transferleistung, Tim. Weil das sind Himbeeren. Da ist es. Man, so weißt du, was das ist? Ja, das sind getrocknete Zitronen aus dem Iran. Ach so, okay. Ganz gefährlich oder was? Nein, aber ich glaube, da gibt es Regionen, da ist es so trocken, da wachsen die so. Oh, lecker, das ist wie Kapern. Ja, das ist super. Da kannst du wie Kapern hier so abreiben und Kapern. Das riecht auch unglaublich ganz lecker. Das ist auch ein Trick, die erstmal zu verteilen. Oder ich glaube, ich meine, dass sie das ins Reiswasser reinschmeißen und dann Reis damit kochen und das dann dieses zitronelle, leicht kaperige Aroma, glaube ich, könnte sein. Dass sie damit den Reis kochen. Sehr könnte geil. Sein. Cornelia, du bist. Ja, das ist ja echt der Hammer. Einigermaßen. Aber die Himbeeren. Was machen die? Weiß ja, es gibt ein gutes Aroma, so wenn du Reis oder Couscous oder den kochst. Also wenn du jetzt Reis oder Couscous oder Bulgur kochst, kriegst du diesen leicht aromatischen Geschmack. Und man muss immer gehört, dass diese Länder ja, diese Rezepturen sind ja Jahrtausende alt, weil die haben ja keinen Kühlschrank gehabt. Also haben sie die Dinge getrocknet. Mit Minze genauso. Glücklicherweise ist das Fleisch, das wir haben, deutlich jünger, Cornelia. Du kannst also direkt anfangen zu kochen. Nicht, Frau Anke ist dann auch da vorbeigekommen. Ich finde nicht, dass das stinkt. Das finde ich mal richtig. Komm jetzt weiter. Das finde ich sehr angenehm. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Was? Ich finde das sehr angenehm. Viel Vergnügen, Cornelia. So, wer steht hier? Tim steht hier, ne? Pass auf. Tim steht hier und hat Cloudy Bay Clams, was auch immer das ist, schwarze Spaghetti, Weißwein, Safran, Fischfond, Austernsoße, Rosmarin, Zitrone, Chili und Schalotten. Was hab ich? Cloudy Bay Clams, das sind diese... Sind das hier? Nee. Das sind, warte mal, wo sind die denn? Die sind doch hier, ne, wahrscheinlich. Das sind doch Muscheln. Da, schau mal. Also, die muss man natürlich kühlen. Das sind diese neuseeländischen Wildmuscheln, soweit ich das weiß. Allerdings nachhaltig gezüchtet oder gefangen vielmehr. Gezüchtet natürlich nicht, das ist im Wildfang. Sehr, sehr teuer. Ganz feine Geschichte. Ja, schau mal. Das ist eine Spitzenqualität. Ja, die ist schon offen. Krieg mal dran. Nicht gut? Doch, aber... Die einen sagen so, die anderen so, ja? Gibt Spezialisten für alles im Leben, aber... Na komm. Ja, die, das ja, ist ja genug, die in Ordnung. Die zu sind, ne? Ach, das Kaugummi, ist das auch auf dem Zettel? Die ist in Ordnung, definitiv. Nein, der Kaugummi ist natürlich nur ein Spaß. Wollen Sie... Komm, nehmen wir weg hier. Hat irgendjemand Lust auf Kaugummi? Ja, aber das ist simpel. Alfons? Yes? Ich habe Cloudy Bay Clams. Ich weiß ja, wie es geht, aber wie würdest du sie zubereiten? Geht doch. Geht doch. Ja, ich hätte eine Idee. Darf ich mal? Ja, bitte. Sag du mir, wenn es falsch ist, ja? Also, ich würde falsch. Mit dem Fond, pass auf, ich würde mit dem Fond und dem, was da sonst noch so ist, ich würde sowas wie Spaghetti Vongole machen. Du hast doch die Nudeln, du hast doch den Fond, die Muscheln, alles da. Ja, aber die Muscheln. Das würde ich machen. Wie würde er sie bearbeiten? Also nein, wir wollen noch voneinander. Also einfach ein bisschen Olivenöl, Knoblauch, ein bisschen Thymian. Ja. Dann schmeißen die Dinger im Ganzen rein. Weißwein dran, dann gehen die plopp. Nein, ich würde sie angehen lassen in den Topf. Ja. Und dann andämpfen, zack, platzt es auf. Ja. Schaust nochmal und dann darf ich mit Knoblauch und so Dinge arbeiten. Das deckt sich ungefähr mit dem Weg, mit dem ich das auch machen wollte. Von daher. Komm, das ist eigentlich einfach, oder? Ist super, Spaghetti Vongole. Ich bin echt dankbar. Das wird Spaghetti Vongole. Ja, oder? Safran noch dabei und so. Das ist ja wirklich. Aber wenn er den Kaugummi nicht. Also, wenn sogar ich noch was hinkriegen würde. Diese Aufgabe jetzt nicht runter. So viel schwerer ist das bislang. Ein bisschen Peperoncini würde ich auch dran machen. An die Vongole, ne? Ja, definitiv. Hier. Ha? Ich will jetzt auch nicht irgendwie gar außer nicht so einen Kaugummi gibt's keine Hürde. Aber du fragst noch nicht mal mehr, wie ich es zubereite. Entschuldige. Du hast doch nicht mal gefragt. Doch, da nee, komme ich gleich vorbei. Das ist so viel Mist auf einem Platz. Wie so viel Mist auf einem Platz? Nein. Nee, du hast gesagt, oh Gott, hier, Cornelia, mach mal, tschüss.
Cornelia, wir reden gleich. Wir reden gleich. Wir müssen aber den Kollegen eine Chance geben. Tim ist schon versorgt. So, jetzt freuen wir uns auf Nelson Müller, der heute. Freunde, das ist schon mal. Das ist schon mal deutlich schwerer. Ich sehe hier Hack, ist es. Es ist Rinderhack. Und ich sehe hier die King Prawns, die ganz großen. Schon mal Fisch und Fleisch. Melonenmix. Ja. Paprika, Champignons, Chili und Knoblauch. Ja, ne? Also, das ist. Du kannst ein ganzes Menü machen. Da kann Cornelia wirklich noch sich freuen. Von Glück reden, also, das finde ich auch. Noch, ne? Guck mal. Cornelia, das ist schwer. Schau mal, dieser Melonenmix hier: Wassermelone, Honigmelone, Zuckermelone, alles. Ja, vor allem, was mache ich mit dem Paprika vor allem? Paprika und Melone ist schon. Ja, gut, gehen. Ja, die Süße schon, ja, geht doch schon. Geht sozusagen. Schon, ja. Könntest die Melone grillen? Mit einem schwarzen Pfeffer drauf, Olivenöl. Und dann schauen, dass du das im Hackfleisch was machst. Und das ist ja leicht kombinierbar. Sehr klar. Aber das, eine gegrillte Melone ist super. Hm? Ja, das stimmt. Perfekt. Dann hast du ja schon mal eine Zutat, hast du schon weg. Ist ja schon mal, bin ich schon mal versorgt. Gut, dass wir den Altmeister bei uns haben. Und ich muss Routinier. Man muss wieder alle Sachen verarbeiten. Ne? Ja, absolut. Eine rausholen, wie den Kaugummi. Eine rausholen? Ja, eine Zutat. Nein, nein. Alle verarbeiten. Alle bitte, alle Zutaten, das ist Teil der Regel. Ne? Alle Zutaten sind zu verarbeiten. Alle. Bis auf das Kaugummi. Also in etwas machst du eine Sache. Tim sagt, ja, ja, klar. Bei dir ist auch einfach. Natürlich. Also, viel Vergnügen, Nelson. Ich würde irgendwann einfach anfangen zu arbeiten, weil das sonst sehr schwer wird. Und jetzt, last not least, Lea Linster. Lea Linster, die Roter Oxalis. Was ist das hier denn? Das sind Schmetterlinge. Das erinnert mich an meinen Schmetterling. Guck mal. Ja, ist das Roter Oxalis hier? Was heißt das? Ich kenne das nicht. Ich kenne das auch nicht. Was ist Roter Oxalis? Das ist ein bisschen säuerlich. Das ist was ist Roter Oxalis? Ja, das ist so ein Klee. So ein Klee? Ja, nee, wie, also das ist Klee, genau. Roter Klee. Ist Roter Klee, genau. Roter Klee. Toll, Tim. Super. Gut, dass du gucken konntest. Genau, ne? Auf diese Art und Weise habe ich Abitur gemacht. Ja. So, dann Blätterteig, ja? Vanille, Zitronen, Honig, Karamellbonbons und Amaretto. Amaretto, das mag ich gar nicht. Amaretto magst du nicht, doch. Amaretto ist, du weißt. Amaretto. Wie war die Zeile? Amaretto ist ein geiles Zeug, ich bin schon Lull und Lall. Das war die Zeile von Spliff, ne? Carbonara. Nee, Amaretto ist ein gutes Zeug. Findest du, ich nicht. Da ist mir zu viel Bittermandel drin. Darf ich ein Schlückschen? Ja, bitte schön, das wird mich sehr freuen. Toll. Gilt aber noch nicht als verarbeitet hiermit, ja? Ist einfach nur. Aber ich muss ja nicht alles nehmen davon. Doch. Nein, das stimmt doch nicht. Du musst alles nehmen. Doch. Nee, von allem muss ich nehmen, aber nicht alles von allem. Nein, nein, aber wenn du jetzt meinst, du kommst mit einem einzigen Karamellbonbon durch, dann hast du nicht geschnitten. Ich esse einfach einen, der gehört ja auch zum Menü. Ja, aber wir sollten versuchen, möglichst alles. Also ich mache hier etwas. Ich brauche dann nur hierfür also etwas sehr Interessantes, weil ich freue mich ein bisschen über diesen Blätterteig, der zwar zu weich jetzt ist. Ja. Der ist schön morsch geworden. Mhm. Den muss ich mal auseinanderkriegen. Und dann schneide ich das hier so runter. Und dann rolle ich diesen Zucker da rein. Das ist sehr interessant. Und dann backe ich das. Und dann kriege ich so Schuhsohlen. Oder wie nennt ihr das? Schuhsohlen. Ja. Gell? Schuhsohlen heißt das beim Konditor. Beim Konditor, Diese zuckerigen Blätterteig-Dinger. Was mir Freude bereitet, ein kleiner sadistischer Spaß. Ich spüre eine gewisse Verzweiflung in deiner ganzen Beschreibung hier. Das ist schön von dir. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses ganzen Überraschungsmenüs. So, und das mit dem Klee finde ich ein bisschen fies. Ja, aber das darf ich mal eins kosten. Ja, Nelson, du kennst das, ja? Kann man das so essen, oder? Ja, auf jeden Fall. Total. Ach, super. Leicht apfelig. Ja. Leichten Apfelgeschmack. Super. Na gut. Aber Klee kommt man trotzdem ganz leicht vor wie eine Kuh am Sonntag, ne? Ja. Was willst du denn damit machen? Ja, das weiß ich noch nicht. Aber weil ich weiß nicht, ob ich allein damit was anfangen kann. Das ist ja jetzt nicht einfach. Aber vielleicht mache ich hier Puderzucker? Ah, super. S0, wie du ihn nennst. Ja. Und der Blätterteig, der ist zu warm. Kann ich wir da kriegen vielleicht noch einen anderen Blätterteig, okay, keine Sorge. Super. Dann mache ich ein Eis, glaube ich, hier mit. Haben wir die Eismaschine? Sehr gut. Das war das, was wir von dir haben wollten. Du weißt, für Eis bin ich immer zu haben. Guck mal. Die kriegen wir auf jeden Fall gleich noch in Gang. Legen Sie mir bitte in den Kühlschrank. So, wunderbar. Ich mag ja diese rosa Kleeblätter hier. Die finde ich super lecker. Also, wie geht's dir, Cornelia? Total gut. Und wie würdest du es denn machen jetzt?
Danke, dass du mich fragst. Sehr gerne. Also ich habe mir überlegt, dass ich aus diesen Lumis, Lutschis da, habe ich so einen kleinen Sud gekocht mit Thymian. Und jetzt koche ich hier so ein bisschen die Schwarte weich, ja, damit die nachher schön kross wird. Und dann grill ich diese kleinen Schweinchen einfach nur ganz kurz an in der Pfanne. Dann werden die ganz dünn aufgeschnitten. Und dann mache ich dazu so einen ganz knackigen Römersalat mit so einem kleinen Crostino mit Oliven und Kapern. Und dann mache ich so eine kleine Himbeervinaigrette. Und dann hacke ich irgendwie noch die Macadamia-Nüsse und vielleicht, weiß ich auch nicht. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich gerade, wenn du sagst Himbeervinaigrette, Alfons, da müssten doch eigentlich auch diese roten Kleeblätter da hinten gut dazugehen. Die haben so eine schöne Säure. Ja, darf man denn untereinander austauschen? Also ich würde dir ausnahmsweise genehmigen. Ehrlich? Wie viel bräuchtest du? Was ist denn mit dir plötzlich los? Na, ich habe heute, weil ich die vorhin so unglaublich fies behandelt habe und nicht gefragt habe, wie du gleich kochen wirst. Super. Würde ich sagen. Sag mal, die ganzen Tiere im Salat, sollen die auch mitverarbeitet werden? Oder? So. Guck dir das mal an. Das ist ein ganzer Läusezoo, ist das hier. Dabei habe ich die schon einmal abgewaschen, ja. Ja, wenn der Salat sich plötzlich auf die Socken macht und abhaut, kurz vor der Verarbeitung. So sieht das aus. Dankeschön. Was ist das für ein Hack, was ich hier habe? Du hast Rinderhack. Rind, okay. Dann ja, Rind. Alles klar. Also zumindest sieht das so aus, dass wir einmal ganz kurz einen prüfenden Blick drauf werfen. Ja, es ist Rind. Ja, okay. Nelson, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, mir wird immer wärmer. Ja. Von Minute zu Minute. Ja. Wie geht's aber mit den langsam macht es mir Spaß. Also das ist immer so. Tim hatte schon echt ganz recht. Am Anfang habe ich einfach mal drauf losgeschnibbelt. Aber was hast du denn vor? Formiert sich was. Was formiert also ich habe die Gammas aus Widerstand. Der Schale gebrochen. Ja, genau. Widerstand auch. Nee, alles schön. Die Schale nehme ich und mache hier so einen Krustentierfond. Die Gammas werde ich ganz herkömmlich. Okay, warte. Braten. Die Melone habe ich jetzt geschnitten. Ja. Und versuche die jetzt noch einzufrieren, dass die so geeist ist. Ja, erzähl weiter. Mal gucken, was ich dann, ob ich da noch irgendwas mit anstelle oder so, ob ich die tatsächlich noch mal in den Grill schmeiße oder so. Mal gucken. Ja, okay. Und mit dem Paprika mache ich so einen Paprika-Couscous. Und ja, die Pilze weiß ich noch nicht genau, wo ich die. Ach nee, die kann ich ja hier so ein bisschen in den Krustentierfond ein bisschen mit reinschmeißen. Ja, klar, das ist klar. Ja. Ja, dann sind sie einfach schon mal weg. Ja, genau. Ne? Okay. Und dann? Ja, dann gibt's halt ich habe hier so eine Frikadellenmasse gemacht. Da das ja Rind ist, kann ich das so schön medium braten. Ja. Also fast wie so ein Steak. Ja. Ja, du könntest doch eigentlich auch so einen Burger machen, oder nicht? Ja, sowas Ähnliches mache ich nur in flach, sozusagen. Ja. Also nicht gestapelt, sondern. Also ich mache so Couscous und dann gibt es so diese geeisten Melonenwürfel, die mache ich jetzt wie gesagt gleich in den Gefrierschrank. Als Kontrast auch so ein bisschen dazu, dann kleine Buletten hier, medium gebraten. Guck mal, wie gelangweilt der da diesen Weißwein und den Fond. So gelangweilt ist er nicht, er hat ja seine Muscheln. Guck ihn dem mal an. Er hat ja die Muscheln. Ja. Guck ihn dir an. Tim ist ganz verliebt, ja? Ja, schlimm. Nee, und dann ich will ja nicht drauf rumreiten, aber ich bin fertig. Ja, ein fertiger Typ bist du. Ja. So. Nein, das wird alles langsam. Nur um diese schon. Pilze mache ich mir Sorgen. Um was? Um die Pilze? Die Pilze, ja. Ja, die runden den Geschmack in dem Krustentierfond so ein bisschen ab. Weißt du? Unsinn, echt. Die runden überhaupt nichts, diese Pilze. Schneid die mal ordentlich auf. Und dann könnt ihr doch. Oh. Wenn du mich mal an mein Brett lassen würdest, könnte ich ja weitermachen. Entschuldige. Die rutschen überhaupt nichts. Das ist sensationell. Doch, du kannst hier jeden fragen. In jede Krustentierbiss kommen ein paar Champignons rein. Oder, Tim? Ja. Ich kann fast jeden fragen. Ja. Ja, diese sehr geschmackvollen Champignons, weißt du, die runden das noch mal so richtig ab. Alfons, wie geht's dir hier vorne? Mhm, nicht schlecht. Läuft? Guck mal, hier du kochst da hier gerade dein Süppchen auf, ne? Mhm. Würme? Darf ich mal? Ja, mach's mir. Jetzt haben wir Kartoffeln und jetzt gebe ich ein bisschen Geschmack von diesem Fenchel rein. Ja. Den mixe ich dann kurz noch mal an. So, jetzt gehen wir runter. Von der Temperatur. Was jetzt? Nee, super.
Kann man ja nicht mit irgendwas. Ich glaube, Nelson. Nelson, wir sollten ja auch noch ein paar Champignons rein, um den Geschmack abzu. Du, ich habe reichlich davon bekommen. Warum? Nee, noch ist das so ein bisschen. Kennst du Alete Babybrei? Wenn man. Nee, ich habe mir vor der Sendung noch gedacht, der Markus hat sich geschmacklich weiterentwickelt. Die müssen die weiter wieder ein bisschen abstufen. Netter Kerl. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nelson, sag was. So ein paar Champignons würden tatsächlich nicht schaden. Weißt du, dass man das Suppe zum Schluss abschmeckt? Weißt du das? Ja. Also dann passt's ja. Nee, aber da muss ja jetzt noch mal. Bin ich fertig? Habe ich gesagt, dass ich fertig bin? Ja, weißt du dann? Wir sind ja. Also, ach, das wird eine Suppe. Ja, was glaubst du? Was glaubst du? Sei froh, wenn ich den Bart nicht abrasiere. Ja. Absolut. Es wird schwierig. Das macht er nebenbei. Waschen, legen, föhnen und rasieren. Zack, zack. Alfons, wie verfeinerst du das jetzt noch mal? Da ist keine Butter drin. Das schneide ich jetzt diesen Fenchel nur rein. Ich hoffe, dass der ein bisschen Geschmack abgibt. Ja. Wenn nicht, hole ich mal den hier. Ja, das kommt ja drauf an. Das ist ja, da ist ja schon was drin und trotzdem ist er geschmacklich noch sehr anständig. Ja. Ja. So, und jetzt kannst du es da reingeben. Anis ist da auch drin, ne? Anis ist drin, ein bisschen Fenchel ist drin. Aber du weißt, diese Gewürze geben sofort Vollgas. Diesen schwarzen Knoblauch habe ich mit diesen Croutons gemacht, so. Ja. Und habe ein bisschen Fenchel reingeben, ne? Und habe auch ein bisschen Anis, damit es. Aber das Schlimmste ist, wenn dieser Geschmack zu stark ist. Eben. Weil die Kartoffeln muss ja auch ein bisschen leben. Der Herr und ich in der ersten Reihe sind uns da sehr einig. Ja, das ist so. Ja. Das ist wirklich geil. So, ich gehe da jetzt nicht mehr rein, weil ich habe da ja schon. Jetzt mixst du es ein bisschen auf, jetzt wird es den Geschmack verstärken. Ja. Cornelia schmeißt jetzt das Wildschwein rein. Ich fand am schönsten gerade den Spruch von Tim. Oh, es ist so toll, ich bin ein Talent. Sagte Tim. Ja. Gerade zu mir selber, als ich so probiert habe. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Das ist so, wir geben uns so oft zum Abschuss frei, also positiv als auch negativ. Aber wenn wir selber das nicht gut finden, was wir da tun, dann hätten wir ein sehr trauriges Leben. Deshalb lobe ich mich ganz oft. Selber? Selber, ja. Gut. Und das ist so. Sag mal so, wenn sonst keiner macht. Wollte ich gerade sagen, dadurch komme ich mit der Kritik sehr viel besser klar, weil es hält sich immer die Waage. Bist du eigentlich jemand, Tim, der mit Kritik gut umgehen kann? Nee, ich bin jemand, den trifft das knüppelhart, ernsthaft. Ja? Ja, ich bin da ein echtes Mimöschen. Also aber ich glaube, viele Köche sind so. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Das ist, wenn du sowas kochst, du kochst teilweise, je nach wie viele Plätze du hast, aber sagen wir mal so, du kochst 100 Gäste pro Abend. Mhm. So 98 Mal küssen sie dir die Füße oder noch mehr und sagen, Mensch, Hibia, so großartig, lecker, speziell, ganz toll. Und einer sagt, oh, Herr Melz, das ist eine Flachpfeife vor Gottes Gnaden. Sie haben gar keine Ahnung vom Kochen. Lassen Sie es doch lieber sein, wenn Sie den Beruf nicht ernst nehmen. So, das trifft dich. Also mich trifft es wirklich, weil irgendwo ist es so, ich will ja nichts Böses. Was ich da sage, das sage ich immer. Also das bin ich aber jetzt so froh, dass Sie das sagen, dann weiß ich die anderen noch mehr zu schätzen. Verstehst du denn, wenn alle sagen, es ist gut. Ja. Cornelia, was ist das? Willst du das jetzt auch sagen? Entschuldige, dieses Schwein geht gerade in den Rauch auf hier. Lass mal das Schwein in Ruhe. Ich zeig dir gerne, wie ich meine Arlettes mache. Ja? Ich mache dir eine Arlette. Eine Arlette? Ja, oh. Kann mal gucken. Was ist das denn? Eine Arlette geht so. Ich habe jetzt einen Blätterteig. Wir haben ja Gott sei Dank fest dran gebracht. Ja. Das müsste jetzt noch ein bisschen fester sein, aber man kann nicht alles haben bei solch schweren Aufgaben. Und jetzt schneide ich mir da. Ich muss mal hier gucken. Es reicht doch, wenn Nelson neben dir steht. Der ist fest genug. Ja. Also hier, guck, das habe ich so aufgerollt. Hier kann man das schön sehen. Und dann schneide ich da mir so eine Tranche runter, eine Scheibe. Und dann, hier habe ich viel Zucker, siehst du? Mhm. Und S0. Dann, S0. Der ist weniger Null, als es sich anhört. Der ist ganz gut. Und dann versuche ich, ne? Ja, das ist natürlich normal. Das Blätterteig muss immer kalt behandelt werden, aber wir sind ja hier alles Profis, wir wissen auch damit umzugehen. Guck, und dann rolle ich das so aus. Und dann wirst du mal sehen, das wird nachher zauberhaft aussehen. Sag mal, das ist doch ganz eindeutig eine Arlette, die du da machst. Das ist eine Arlette, genau. Ist doch ganz klar. Gefällt sie dir? Ja, sehr. Claudette, Arlette. Arlette, Claudette. Ja. Ja, ich mache noch eine, weil sie dir so gefällt, mache ich dir noch eine. So, und dann? Ha? Wie geht's dann weiter? Und dann geht's in den Ofen vor ein paar Minuten und dann wird die ganz zuckerig, also schön glänzend karamellisiert. Ja. Und der Teig, weil er so gehäuft ist, geht so, der geht schon auf.
aber es bleibt relativ platt. Der ist ja auch ganz dünn ausgerollt. Ja. Ich muss hier so einen Zirkus aufführen, weil der mir sonst wegschmilzt da, gell? Der Teig. Ja, gerade weil er so dünn aussieht. Guck, hier so. Sehr warm. Man muss aufpassen, dass man nicht zu fest drückt, sonst klebt er. Haben Sie eigentlich Durst, meine Damen und Herren? Lust auf ein Piccolöchen, so ein kleines Getränk, ja? Okay. So, und dann? Viel Zucker. Weil Zucker, Zucker, Zucker. Ja, also viel Zucker. Und dann wirst du wirst sehen nachher, das wird ganz kross und glänzend und wunderbar. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wunderbar. Und das, ich backe das bei 180 Grad. Ich wollte gerade sagen, es wird dann rausgebacken, oder? Ja, es wird gebacken. In was? Im Backofen. Im Backofen, ach so. Jetzt wolltest du es in die Fritteuse machen, gell? Ja, ich habe es kurz überlegt. Ja, ich nehme es schnell wieder da raus. Ja, aber also nicht könnte man? Nein, könnte man nicht. Nein, 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 das geht. Also man kann alles, das ist der Fritteuse, egal. Ja. Aber dann ist es keine Arlette mehr. Nee, ist richtig. Ja. Dann suche ich mir eine Platte. Ah, hier habe ich eine. Und dann backe ich mir die mal aus. Dein Eis ist auch schon hier. Um Gottes ganz Willen. Ganz fein in der Mache. Ha? Brauchst du noch Hilfe, Lea? Nein, ist Hilfe alles gut, braucht ne? man. Deine Acht braucht man immer. Aber ich schaue zu, dass ich allein zurechtkomme. So, Nelson, wow, was ist das denn hier? Alles so aufgeräumt? Ja, ja, das gehört dazu, dass man seinen Arbeitsplatz natürlich auch, dass da mal eine Übersicht hat, ne? Ja, du hast doch, nee, du hast hier Zutaten heimlich verschwinden lassen, Freundchen. Nein, 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 nein. Doch, doch. Guck mal. Paprika? Paprika, ne? Ja. Ich muss jetzt noch mal kontrollieren. Du hast Zutaten verschwinden lassen, ich schwör's dir. Nee, ich hab nichts verschwinden lassen. Hast du? Das, pass auf, ich frag das jetzt ab. Nichts wäre mir ferner, ja? Ich frage das jetzt ab. Probier doch mal den Krustentierschaum. Also geschmacklich sehr abgerundet, sehr schön. Das gefällt mir. Pass auf, das Hack hast du hier. Das kommt jetzt gleich, die genau. Die King Prawns, die Garnelen sind hier. Genau. Melonenmix, wo ist der Melonenmix? Der ist im Gefrierschrank. Ah, der ist im Gefrierschrank, okay. Genau. Paprika hast du hier. Ja. Champignons runden den Geschmack ab. Ja, die mache ich auch noch, ein paar brate ich auch noch. Mhm. Ja? Ja. Chili kommt. Und Knoblauch, perfekt. Kommt alles. Mhm. Ja, Chili ich muss kommt ganz ehrlich sagen, und jetzt, ich bin ein weiteres Mal begeistert davon, was ihr so zaubert aus Dingen, von denen ihr vorher noch gar keine Ahnung hattet. Ja, aber das macht auch Spaß, mit Sachen zu arbeiten, so Freestyle sozusagen. Ne? Einfach ja. So ein kleine, das ist wie eine Jazz-Session. Jeder hat so sein Realbook sozusagen und man kennt ja so ein bisschen, man hat es ja gelernt, ne? Und hangelt ja. Sich dann so dran entlang und das macht Spaß. Cool. Wir müssen mal wieder ein bisschen rappen in der Sendung, Nelson, ja. Immer mal später, ja? Ich finde, wir müssen ja heute allen den Gerichten natürlich auch einen Namen geben. Und ich schlage vor, Nelson, dass du deinen Namen gleich rappst. Ja, ist das okay? Absolut, ja, klar. Okay, du rappst den und alle anderen singen ihn dann. Tim, wie geht's dir hier mit deinem Handy in der Hosentasche? Läuft? Na, ich wollte doch noch mal zeigen, weil wir kriegen ja relativ viele Zuschriften noch von den Zuschauern. Neulich habe ich mal irgendwas Schwarzes gemacht mit Nori-Blättern. Da hatte ich so ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln. Aber ich wollte mal zeigen, so kann man arbeiten, ja? Das ist aber wahnsinnig unprofessionell, unkoordiniert, schmutzig überall, der ganze Herd. Oder man benimmt sich wie ein Profi und weiß, was man tut. Und dann sieht das Ganze nach 10 Minuten so aus. Ja, super. Bei Nelson sieht es übrigens auch so aus. Jetzt haben wir dieser Qualm hier. Aber ernsthaft, ich glaube, ich habe noch nie. Wann habe ich meine erste Sendung gemacht? 2004. Noch nie so sauber arbeiten können. Du hast auch noch nie so dermaßen wenig gekocht, mein Freund. Noch nie. Und ich frage mich gerade, Cornelia, wie könnten wir den Schwierigkeitsgrad doch noch mal steigern, damit der Herr Melzer das gute Gefühl entwickelt, also gearbeitet zu haben? Ich würde die Kaugummis einnehmen. Eine Chartreuse einsetzen. Das ist super, zum Beispiel die Spaghettis kochen. Und dann nimmt man so schöne Ringe, so kleine. Und dann legt man jede einzelne Nudel da so rein. Und dann kann man die füllen zum Beispiel, oder Lea? Das ist super, oder? Das ist sehr schön. Ja? Ich habe gesehen, in Frankreich in Wettbewerben, da machen die eine Chartreuse. Nachher brauchst du auch eine Chartreuse, und zwar eine ganze Flasche. Zeigen, was sie können, ja? Also in Wettbewerben, ne? Also ich bin ja schon weiter als ihr. Der wahre Koch, die wahre Brillanz des Koches zeigt sich in der Einfachheit. Ja. Und heute. Ja? Ja, absolut. Nein, komm. Das ist wirklich so. Bratkartoffeln, Gurkensalat, Stampfkartoffeln, Kartoffelpü, Spaghetti Vongole. Ich kann jetzt hier noch Süppchen und Cremchen und Sößchen machen. Aber wozu? Nur damit die einen Ding in der Hose kriegen? Nö, das Essen soll gut sein. Na, ist so. Aber was hast du eigentlich heute geraucht, bevor du diese Sendung gemacht hast? Kennst du diese herrliche, schöne Rap-Zeile von Das Bo? Kennst du den?
Ja, klar kennst du den, ne? Natürlich, natürlich, sicher, Digga, kennt ihr noch. Sicher, Digga, genau. Da gibt es eine wunderbare Rap-Zeile drin, die heißt, ich bring dir jetzt das Tanzen bei und rauch da auch noch Pflanzen bei. So was in der Art muss das gewesen sein. Oh, hat mein Lied für mich geschrieben. Das ja? Ist Strophe ist von Tim eigentlich. Ha? Die Strophe ist eigentlich von ja. Tim. Ja. Hat er ein Lied für dich gemacht? Ja, zum Geburtstag. Das heißt Timmy der kleine Koch, der Bollerei-Song. Ja? Ja. Cool. Timmy der kleine Koch steht hinterm Herd und kocht oder so ähnlich. Da bin ich nicht so gut drin, super, aber so. Super. Er schnippelt und er rührt. Nee, wie geht das? Er schnippelt und er hackt. Ab und zu Gin Tonic und es geht ihm gut. So, irgendwie ja. So in der Richtung. Sehr schön. Aber es ist ein geiler Song, wirklich super. Entwickle doch eine gewisse Dankbarkeit dafür, dass du Koch geworden bist und nicht Sänger. Ja. Und wir wenden uns jetzt Alfons Schubeck in seiner Suppe zu. Ja. Wollen wir den Schöpfer? So, mit solchen Bemerkungen sind schon was wolltest du einen Schöpfer? Verloren gegangen. Ja. Einen wir Schöpfer. Jetzt, warte mal. Tim, hast du einen Schöpfer irgendwo gesehen? Ein Schöpfer? Ja, eine was Kelle. Genau soll geschöpft hier, 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 hier. So, da. Alfons, welche Größe? Ja, wo man es rausschöpfen kann. Wo man es rausschöpfen kann. Okay. So, bitteschön. Schau mal. Passt so? Wahrscheinlich bin ja. Ich gleich der Einzige, der Scheiße. Ein bisschen. So, Alfons, du hast diese feine Suppe gemacht. Was hätte man denn da noch draus machen können, aus dem, was wir dir da hingelegt haben? Naja, gut, der schwarze Knoblauch ist natürlich. Schon speziell, ne? Da ist es jetzt Kartoffel, schwarzer Knoblauch, deswegen ist es so dunkel und dieses Fenchelkraut, sag ich mal, ja? Ja. Das ist ein Fenchel. Und sagt der, dieser schwarze Knoblauch, ne? Der geht doch geschmeckt, der schmeckt wie Lakritze. Ja, der geht doch mit Kartoffeln gut zusammen, ne? Oder? Ja. Also man kennt eigentlich den richtigen Knoblauch, ja? Der hat eine ganz andere Persönlichkeit. Ja, eben. Der ist ja eigentlich gedreht, der ist ja kastriert sozusagen. Der hier? Ja. Ja. Jetzt habe ich den ein bisschen damit reingegeben, mit diesen Brotbröseln, ein bisschen Schnittlauch dazugegeben. Und eigentlich, das war's dann, ne? Okay. Mehr kannst du nicht mehr viel rausfinden. Ja. Das ist richtig. Das ist super. So, jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich mal? Ich hau die noch nicht um. Aber sie ist nicht so schlecht. Die ist sehr gut. Meinst du? Ich finde ja. Ich find die sehr kommt gut. Hinten eine gewisse Schärfe noch. Ja, ja. Und, oh. Wir sind fertig, ne? Ich hole jetzt alle zusammen. Ja. Nelson, hast du eine Minute? Ja, voll. Also ich habe ein bisschen, ich habe jetzt wirklich alles verarbeitet. Den Anis schwierig, Fenchel polarisiert sehr stark, kann man nur ganz bisschen nehmen. So, und die Croutons kommen jetzt hier rein, ne? Die Croutons, die haben wir jetzt, warte mal, in den frischen Löffel. Hier, hier. Warte, nehmen wir mal her. Tim, kommst du auch kurz dazu? Cornelia, wie geht's denn deinem Wildschwein eigentlich? Mein Wildschwein ist zum zahmen Hausschwein geworden. Ja. Hey, dem geht's super. So wie aber mir. Aber diese Dinger muss man mitessen, weil sonst ist das ja gar nichts. Das ist man Knoblauch muss alles mitessen, ne? Sonst ist das ja nichts. Ja. War das jetzt eine Herausforderung, Alfons? Schon, ne? Ja, man hätte die Suppe ja ganz klar machen können, nur zwei, drei Scheiben von dem schwarzen Knoblauch reinlegen können und das andere nur drüber streuen. Mhm. Also da heißt, man soll alles verarbeiten, also musstest du mehr reingeben. In das. Du, da muss ich aber sagen, Chapeau. Also die schmeckt aber gut, die Suppe. Ich auch. Ja. Super. Ich bin hier hinter der Suppe. Ja. Darf ich mal? Mhm. Nelson, du hast probiert. Toll, Alfons. Ich glaube, das hier ist die Geburtsstunde einer neuen Suppenkreation. Mhm. Ne? Ja. Aber wie nennen wir sie? Ja, Kartoffelsuppe mit schwarzem Knoblauch. Nein, einfach Soupe Surprise. Und ein bisschen Fenchel dazu. Ich finde es super. Überraschungssuppe. Würde ich sofort essen. Was ihr gut tut, gerade ist der an so einem Chili kalten Novembertag wie heute. Passt das wirklich gut? Richtig gut. Und kommt letztendlich ein bisschen in den Schwammerlgeschmack. Nein, jetzt Hauch ist wie Egerling. Ja. Schmeckt es ein bisschen, gell? Cornelia, wie schmeckt es dir? Unerwartet gut. Und ganz anders, als man sich so eigentlich sonst eine Kartoffelsuppe vorstellt. Weißt du, was ich an dieser Suppe richtig gut finde? Man glaubt, das sei so was ganz, weißt du, das, wir essen ja so elegante Suppen, so Extrasuppen wie Fischsuppe oder genau. Hummersuppe. Und die hat so einen Geschmack und auch so eine Konsistenz. Ja. Und das ist eigentlich
nicht so aufwendig. Natürlich sehr aufwendig, um diesen schwarzen Knoblauch da zu finden. Ja, wir müssen unbedingt den Herrn in Reihe 1 jetzt gleich nochmal... Also der wird aber von dem Hocker fallen. Ja, wirklich, ja, weil das interessant ist. Wenn man das Ding pur isst, ist es ganz anders als in dieser Art und Weise verarbeitet. Was sagt Nelson dazu? Hi. Und der Amaretto ist jetzt hin. Ja, also, wir müssen uns ja nichts vormachen. Was ist der? Amaretto kriegen. Hast du den Amaretto anbrennen lassen? So, das ist nicht Amaretto. Dein Ernst. Eine Amaretto-Reduktion. Aber so habe ich ihn nie gesehen. Haben wir ja noch mal einen. So hast du, ja. Also passt sehr gut zu den schwarzen, zum schwarzen Knoblauch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Zutaten, die man nicht möchte, loszuwerden. Ne? Nein, nein, ich möchte muss man sagen. Ja, sie hat benutzt. Nur anders. Nelson, wie schmeckt's dir? Ja, es schmeckt mir sehr, sehr gut. Also da hat Tim zum Beispiel wieder recht. Das ist halt wieder eine einfache Sache, aber halt perfekt abgeschmeckt. Ja. Das ist halt einfach so sehr, sehr lecker. Die Konsistenz ist perfekt. Ich meine, bei Suppen ist die Konsistenz immer extrem wichtig, dass sie nicht zu dick und auch nicht zu dünn ist. Dass schön die Zunge sozusagen umschmeichelt. Das ist perfekt. Und dann die interessante Sache sind halt die Croutons, um halt wieder so einen Crunch dabei zu haben. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist lecker. Tim? Tim, was sagst du? Super, also großartige Suppe, wirklich großartig. Und ich finde auch, ja, da haben wir wieder so ein typisches Zeichen dafür. Vorhin hast du noch gesagt, schwarzer Knoblauch, voll Teibel und ausspucken. Aber wenn das jemand kann und damit umgehen kann und das richtig dosiert, dann ist es einfach ein tolles Produkt. Oder sind Produkte generell gar nicht so per se erstmal zu verurteilen. Und ich meine, dass der Schubeck ja was kann, das wissen wir alle. Und ich finde, das hat er heute gezeigt. Ist geil, super. So, Alfons, Cornelia braucht noch einen kleinen Moment. Komm mal mit. Opfer 1, Opfer 2. Bitte, nein, das ist kein Opfer, das ist ein... Bitte schön. So. Ihm ging es nämlich ähnlich wie mir. Seit kurzem, seit 18 Jahren, so das geht so. Seit 18 Jahren, das ist ja schön. Entwickeln sich die Geschmäcker eher wieder zusammen. Ja. Wichtig ist immer, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Ja? Erst essen, dann... Ja, das kam aus der zweiten Reihe. Ja, ja. Das war der Geruch. Das war der Geruch. Ja, genau. Aber ich kann es mit gutem Gewissen sagen, es ist sehr lecker. Also, ja. Ja. Das ist wirklich gut. Ne? Ganz was anderes. Ich würde die Suppe freiwillig nie so kochen. Und die Suppe hat einmal für mich also eine Schwäche gehabt, wo der Kartoffel sich nicht mehr behaupten konnte und der Knoblauch so lakritzig durchgekommen ist. Das war der Moment, als ich gekostet habe. Ja, das war der Moment. Da habe ich mir selber gedacht, scheiße, wie bringe ich die jetzt hin? Also mit Butter hätte ich sie versaut, weil dann hätte ich Geschmack genommen. Also musste ich ihr, die ein bisschen unrund war, ein bisschen Fröhlichkeit geben. Dann habe ich zwei Zitronen von der Zitronenschale was reingerieben und der hebt es wieder, diesen Geschmack. Und deswegen ist jetzt fast ein Schwammerlgeschmack, obwohl ich jetzt mit Schwammerl nichts zu tun habe. Jetzt hast du hier so einen Vortrag gehalten, dass die vor lauter Ehrfurcht gar nicht mehr essen. Genau. Deswegen, lassen Sie sich schmecken. Vielen Dank. Ja? Ganz toll, Alfons. Pass auf, und wir beide. Alfons hat es schon mal geschafft. Und wir beide, herzlichen Dank übrigens dafür. Und wir beide schauen mal, Alfons, was hier bei Cornelia passiert. Und auch bei Herrn Melzer passiert. Also so bin ich ja wirklich ans Kochen rangeführt worden. Meine Mutter hat früher viel mit uns gekocht. Und es gibt ja immer so die Frage, wann ist denn eine Nudel richtig fertig? Und so habe ich es wirklich gelernt. Da oben habe ich schon getestet. Kann man hier unschwer erkennen. Und zwar musst du eine Nudel einfach nur gegen die Wand werfen. Und solange sie klebt, ist sie noch nicht gar. Wenn sie runterfällt, dann ist sie genau auf dem Punkt. Dann nimmst du sie raus, gießt du sie ab. Machst du natürlich nicht in deiner eigenen Wohnung, weil das ist doof. Aber es funktioniert. Ich schwöre dir. So habe ich als Kind kochen gelernt. Aber du hast gerade von Zuschriften gesprochen, ne? Das gibt Zuschriften, ne? Auf jeden Fall. Man schmeißt nicht mit Essen. Ich schmeiße nicht, ich teste. Achso, ja. Pass auf. Entscheidend ist, dass wir diese Nudel, wenn sie sich jetzt irgendwann wieder löst, wieder da reinpacken, ja? Ja, das machen wir, selbstverständlich. Da bin ich drauf. Da kannst du lange drauf warten. Das hat bei uns 3 Jahre gedauert. Die kleben fest, ne? Habt ihr das wirklich so gemacht? Ja, so haben wir getestet. Im Restaurant? Nein, zu Hause.
Meine Mutter wollte mich ja auch in die Küche, also nicht in die Küche holen, aber die sagt doch, Mensch, iss doch oder probier mal Dinge aus. Und die hat mich durch solche Wege wirklich rangeführt. Und du kannst ja dir gleich eine Leiter nehmen und das wieder runterholen, wenn du willst. So ich muss allerdings nach der Aufzeichnung schnell los. So allmählich. So allmählich und bei dieser Kindheit verstehe ich, warum so das eine oder andere dann auch so geworden ist, wie es dann halt geworden ist. Ich glaube, er arbeitet das auch im Laufe der Sendung auf. Auf, ne? Ja, ja. Genau. Wir sind hier im eine große Therapiestunde. Ja. Ja, ich brauche auch nach dieser Sendung Therapeuten. Also falls sich jemand melden möchte, das. Nein, ist alles gut. Es ist besser. Es ist ja oft immer, wenn die Erwartungshaltung niedrig ist, geht es besser, als man denkt. So. Na? Wie heißt dieses Essen, Cornelia? Dieses Essen heißt Salat von Cinta Cinese und karamellisierten Tomaten. Cinta Cinese. Cinta Cinese heißt es, ne? Cinese. Cinta Cinese, so. Und wer hat gekostet, Alfons? Du hast schon probiert? Die schmeckt sehr gut? Mir schmeckt das Himbeerdressing sehr gut. Auch, ich weiß nicht, was das draufgegeben hat. Sie hat auf das Brot draufgegeben. Das Fleisch ist sensationell toll gebraten hier. Richtig gut, auch gewürzt. Also ich finde, das ist ein tolles Gericht umgesetzt. Auch die Tomaten, ganz kurz angegrillt. Mir schmeckt es sehr, sehr gut. Was ich toll finde, ist, dass du die Himbeeren auch so schön... Die Himbeervinaigrette, ja. Und sag, Cornelia, war das eine blöde Idee, diesen roten Klee da mitzuverarbeiten? Nee, ich habe jetzt einfach gesagt, wir wollen korrekt bleiben, deswegen habe ich es rausgelassen. Ach so, weil du mir nicht sagen möchtest, dass das eine Schrottidee war. Ja. Okay, gut. Gut. Ja, aber der hatte doch so eine schöne Sorte. Ja, ist auch super, weil ich habe gedacht, nee, ich nehme jetzt meine Zutaten. Ja, okay. Ich bin stolz, dass ich alles drin gegangen, habe. Oder nicht? Es wäre natürlich. Nee, würde ich nur mal wissen. Ja, klar. Ganz toll. Wer hat noch probiert? Nelson, hast du schon probiert? Nee, noch nicht. Ich komme. Das ist immer bei dieser Art von Sendung ist immer so ein Druck irgendwann auf dem Kessel. Boah. Das ist ja das Schöne. Das sieht ja super aus. Ja. Das ist ja keine Häkelstunde hier. Das ist richtig. Oder? Und das Leben ist auch kein Ponyhof. Kam mir noch so eine schöne Plattitüde. Mir hat neulich Eckhard von Hirschhausen eine schöne Geschichte erzählt. Der war mal Arzt. Man kam bei einer Visite und ging ja gemeinsam mit dem Oberarzt ans Bett eines kleinen Jungen. Und sagte zu dem kleinen Jungen, pass auf, ich muss dir jetzt eine große Spritze geben und das wird wehtun. Und dann sagt der Arzt zu dem kleinen Jungen, aber du weißt ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und der kleine Junge, 6 Jahre alt, schaut ihn an und sagt, ich bin kein Indianer, du Idiot. Das ist super. Schöne Geschichte. So. Ich kann jetzt noch einen Witz erzählen oder ihr kommt einfach zum Kosten. Haben wir doch schon. Ja und? Lecker. Großartig. Also ich finde. Hast du noch mehr Text? Fällt dir noch was lecker ein? Lecker. Ja. Hab mich ein bisschen verausgabt in der letzten halben Stunde. Na, ich finde ja generell, ich bin eh ein Freund von Olive und Frucht. Also grüne Olive finde ich, das ist ein ganz tolles Ding mit Frucht. Und die Himbeere ist so, ich nenne es immer, die Tomate ist die Himbeere, Himbeere ist die Tomate. Das heißt, sie hat ja eine Süße, eine Säure und die kann man auch sehr gut würzig einsetzen. Es kann nicht jeder so gut wie Cornelia das gemacht hat, aber es ist wirklich hervorragend, das ist spitze. Das ist wirklich toll. Nelson? Hast du probiert? Ja, ich habe probiert und der Nelson, die Schwester Tupfer bitte, ne? Ja, heute ist auf jeden Fall, heute bin ich ein bisschen platt. Okay, was sagst du? Als erstes aufgefallen ist mir natürlich diese sensationelle Farbe von dem Schwein. Also das ist für mich, die springt einen an, das ist so ein ganz leichtes Rosa und die... Das Schwein richtig, springt nirgendwo mehr hin, aber ja, egal. Doch, das ist echt super lecker. Ja. Und ich finde halt, der Teller sieht sehr, sehr schön aus, ansprechend aus, die... Geschmack stimmt auch, also ja, ich bin erstaunt gewesen, weil ich muss schon sagen, ich glaube, das war wirklich der schwierigste Korb heute. War das so? Ja. Na, ich glaube... Du hast so süß und das ist nicht so einfach. Ja. So, also, fantastisches Essen, Cornelia, ganz großes Kompliment. Ja, ganz schwer. Und damit kommen wir zum Mitarbeiter des Tages. Cloudy Bay Clams, das sind also diese neuseeländischen Muscheln. Ja. Schwarze Spaghetti, Weißwein, Safran, Fischfond, Austernsoße, Rosmarin, Zitrone, Chili-Schalotten. Alles da drin?
nicht zugehört. Nochmal? Ist egal. Wie nennst du es? Schwarze Spaghetti Vongole? Nee, Clams. Claudi Bay Clams. Also die Wolkenbucht. Pasta. Also Pasta aus Wolkenkuckucksheim. Vielleicht ja. Nennen wir sie so. Claudi Bay. Wo ist denn die Claudi Bay? Irgendwo in Neuseeland. Neuseeland, ne? So, oder? Nee, ich habe keine Ahnung, ich frage doch. Ja, in Neuseeland. Es gibt auch einen Wein, der ist auch Claudi Bay. Hm? Genau. So, betretenes Schweigen. Das ist wie im Museum. Wenn man bewundert, dann schweigt man doch manchmal. Ja. Aber ich weiß. Tim, dass diese Fallhöhe heute so hoch ist, ja, hat auch was mit dir zu tun. Und jeder, der sich gerade darüber beschwert, hat auch recht. So. Ja. Schöne Säure. Schmeckt mir gut. Diese Säure gefällt mir ganz gut. Ja. Das ist da. Ja. Ich kann mir denken, wo die Säure her. Also Säure ist ein anderer Geschmack. Ja. Und die Muschel gewinnt dadurch. Weil die Muschel freut sich, also Muschel mit Zitrone kennt ja jeder. Aber durch diese feine Säure, die Muschel hat es sehr griffig. Das ist wie, wenn du Fleisch schnetzelst, fast wenn du Kalbfleisch anbrätst. Und durch diese Säure kommt das wunderbar raus. Also mir schmeckt sehr gut. Ich hatte schon Sorge, dass das auf so einen Franz-Müntefering-Satz hinausläuft. Weißt du, als er sagte, gute Säure schmeckt mir. Weißt du noch, als er seine Frau vorgestellt hat, als er sagte, gute Säure schmeckt mir? Nee, er hat gesagt, es gibt sie, sie ist da, wir mögen uns. Rums. Zack. Es gibt sie, sie ist da, wir mögen uns. Gut. Ja. Alles gesagt. Sehr, sehr cool, alles gesagt. Und was mir gut gefällt, zum Schluss das Öl drauf. Damit schmeckst du das Öl auch und nicht am Anfang zusammenbrannt und zusammenkotzt. Und Markus, du wirst langsam. Aber der schmeckt es auch. Ja. Der schmeckt es. Ich bin mir überzeugt, dass der Markus schmeckt. Also, ja, das ist jetzt hier kein Küchenwunder, was ich vollbracht habe. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich ein wenig unterfordert war heute. Also was die Menge der Arbeit angeht. Der Inhalt der Arbeit, aber die Menge. Aber gerade das ist jetzt so. So was ist lecker zu Hause. Bin ich gespannt. Einfach gut. Ich würde jetzt keine 16,50 dafür im Restaurant nehmen. Das ist wirklich gut. Jetzt habe ich mich zum Abschied noch im Mülleimer geklemmt. Ja. Der Mülleimer hat zurückgebissen. Was sagt denn... Jetzt bin ich einmal gespannt auf Frau Poletto. Genau, was sagt denn Cornelia, wenn sie aufgegessen hat? Und was sagt auch Lea? Also, ich muss ja sagen, das ist ja ein bisschen extra da mit dem Test. Aber es stimmt, der Test ist ja ein bisschen speziell. Also, musst du schon der sagen, immer noch. Aber die Nudeln sind dann perfekt. Also man muss sich mal üben, sowohl im Nudelkochen wie im Schmeißen. Aber ich finde, die Nudeln haben wirklich einen schönen Biss. Und das gefällt mir sehr gut, das mit dieser Säure. Und ich habe deine Soße auch extra einmal alleine geschmeckt, weil sie ist so schön gelb und so schön farbig und die schmeckt ganz toll. Und wiederum ein bisschen à la Timmy, ein bisschen süß, ein bisschen scharf. Aber sehr gut. Sehr gut. Wirklich gut. Dazu, wir machen noch Bildungsfernsehen. Wir machen ja auch Bildungsfernsehen und das ist jetzt wirklich irgendwie so eine Sache, da wird normalerweise immer viel drüber diskutiert, wenn die Leute wissen, was es ist, dass man es nicht macht. Das ist eine Bechamel. Bechamel ist die Soße, die Oma macht. Das ist Mehl, Butter miteinander verwalkt, eine Brühe und dann ganz leicht mit dieser Mehl-Butter-Bindung abgezogen. Denn zu Hause eine Buttersoße wirklich jetzt zu kriegen für Pasta, auf den Punkt, wo die nicht sich anfängt zu trennen, weil Buttersoßen neigen dazu, sich zu trennen. Das ist ein probates Mittel, ein bisschen sicherer zu Hause zu arbeiten, zu sagen, ich mache ganz kleines bisschen Mehl-Butter rein, dann ist es zwar sehr deutsch vom Ansatz her, alle Italiener sagen jetzt auf gar keinen Fall, aber man merkt es kaum. Wir sehen einfach nur, der Soße ein bisschen hilft, ein bisschen Konsistenz zu kriegen, um die Pasta dann zu nappieren. Darf man machen. Jetzt du. Also ich bin wirklich voller Bewunderung. Tim kann Pasta kochen. Nein, aber ganz im Ernst. Es ist wirklich... Ja.
gute Pasta. Beste Köche schaffen es manchmal nicht, eine einfache Spaghetti al dente zu kochen. Ja. Und die ist wirklich, die ist perfekt gegart. Hättest du diese Mehl-Quatsch-Geschichte nicht erzählt, fände ich es noch viel besser. Ja, aber das ist ja, aber als hilft ja für zwei. Ja, natürlich, ist doch alles gut. Es hat genau die richtige Schärfe, hat eine wunderbare Säure. Also hat sich gelohnt, dass meine Mutter kleine meine Mutter war nicht so eine Eiskunstlaufmutter, weißt du, die so die Kinder prügelt, sondern die hat mich halt zum Spaghetti-Kochen geprügelt. Ohne Prügeln. Hat sie geschafft. Aber sie hat mich trainiert. Ja, ja, und seit heute wissen wir auch, wie sie dich motiviert hat. Ich meine, wenn so ein kleiner Elfjähriger regelmäßig Nudeln an die Wand klatschen darf, das ist doch großartig. Habe ich nicht eben erzählt, die Geschichte mit den Taschenkrebsen. Das ist dieses Ding. Da kam meine Mutter mit toten Taschenkrebsen allerdings nach Hause. Zeitungspapier in der Küche ausgebreitet und dann wirklich auf alle vier runter mit dem Holzhammer auf diese Tiere eingeschlagen, um an den Panzer ranzukommen. Das ist geil für einen Siebenjährigen. Das habe ich schon mal erzählt. Irgendwie so. Weil das macht Spaß. Das ist so, da baut man ein ganz natürliches Verhältnis zu Lebensmitteln auf. Absolut, ja. So, natürlich, die waren ja tot. Man muss das für sie zu Hause nicht zwingend auch so machen, aber man kann es so machen. Ja. Tim, herzlichen Dank. Ganz, ganz toll. Tim, machst du bitte... Wollen wir diesen Teller einfach so nehmen und einfach mal weiterkreisen lassen mit ein paar Gabeln? Ja? Super. Das fände ich gut. Pasta kommt zu Ihnen, ja? Wenn noch ein paar Gabeln dabei sind, dann lassen wir die einfach mal kreisen. Ehrlich. Guck mal, wie stolz der ist. Guck dir das an. Ach, haben alle gesagt, das ist super. Wer will? Ach, Sie haben jetzt ja schon Pasta, ne? Dann können Sie ja ein bisschen Schweinchen probieren. Das ist eine wirklich gute Pasta. Ja, eine richtig gute. Richtig, weißt du, warum ich die... Ich bin deswegen so überrascht, weil ich eigentlich schwarze Nudeln gar nicht so gerne mag. Ich auch nicht. Du auch nicht, ne? Nee. Aber jetzt hat aber das aber geändert. Die waren wirklich gut, ja. Na gut, wirklich. Für die kann ich mir nicht feiern. Die waren fertig. Die habe ich in Wasser geschmissen. Richtig. Ihr werdet auch in Zukunft hier den roten Zucker mögen. Ja. Alfons, was sagst du zu dem, was du hier siehst? Lass mal probieren. Schwer, oder? Ja. Was er gemacht hat? Ja, ich finde, der ist gut gelöst. Ja, aber... Der Melone. Ich finde eher, dass dieser Gericht ist, das ja gut zum Nelson passt. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen solig, ein bisschen frech, ein bisschen spritzig. Und aber auch irgendwie süß. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Doch, nein, der süß gar nicht negativ gemeint, sondern der Nelson ist eine Seele von Mensch. Und deswegen finde ich, dass dieses Dreierlei von Melone gut dazu passt. Du hattest heute Hack vom Rinderfilet, Nelson. Ja. King Prawns, Melonenmix, Paprika, Champignons, Chili und Knoblauch. Wie hättest du das gemacht, Alfons? Was hättest du daraus gemacht? Ja, was war Fleischpflanzer? Couscous oder was? Couscous, ja. Mhm, ja. Wo kommt denn eigentlich der Couscous her, Nelson? Der steht hier überhaupt nicht drauf. Ja, da kam so eine blonde, sehr gut aussehende Frau aus dem Background sozusagen. Es kam ein Engel. Ja, es kam genau. ein Engel und genau. brachte Couscous. Richtig. Der berühmte Couscous-Engel. Ja, so ein paar Sachen durften wir uns ja dazu holen. Ja. So, und jetzt bist du... kommt noch ein bisschen Schaum. Den hat Tim für mich gemacht. Ja. Aufgeschäumt. Was ist das für ein Schaum, Nelson? Krustentierschaum aus den Schalen. Abgerundet mit Champignons, der ist das, ne? Genau, richtig. Mhm. Ja. Das war's, so. Ne? Können wir das ganz kurz ausmachen hier da hinten? So. Wow. Das, den Burger sozusagen fein gebraten, Nelson. Bist du zufrieden? Soll der so aussehen? Ja, absolut. Das ist ja Rindfleisch. Das ist noch ein bisschen Medium, nicht ganz durchgebraten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in der Kürze der Zeit perfekt abgeschmeckt habe, aber ich glaube schon, insgesamt kann sich das sehen lassen. Und jetzt probieren wir mal. Wir sind sehr gespannt. Und während wir schon mal kosten, Nelson, überlegst du dir, wie das Ding heißt, ja? Ja, ja, genau, mache ich. Ja? Ich gebe dir dann einen Takt vor. Ja. Und dann legst du los. Perfekt. Du kannst das ja, ich weiß das ja. Woher kommt jetzt diese Nudel? Ist die da oben runtergefallen? Na, die hat ja auf jeden Fall nichts zu suchen. Überall hast du Nudeln verteilt, Melzer. Was soll das denn? Guck, wie der ranhaut. Also es scheint auf jeden Fall zu schmecken. Tim? Was sagst du? Gut. Aber war nicht einfach, ne? Ja, war halt viel auch zu machen irgendwie, aber
Es ging, also. Sensationell. Eine Sensation. Eine Sensation. Ja, klar. Eine Sensation. Okay, wir reden gleich über die Sensation. Also ich fand ja, dass das der schwierigste Korb war, weil ich finde Hackfleisch immer ein relativ heißes Thema in Kombination zum Gericht verarbeiten, weil Hackfleisch ist für mich eine Boulette, das ist für mich ein Burger oder ist ein Hackklöße in der Pastasoße und nichts anderes. Also jeder Versuch aus Hackfleisch irgendwas Edles zu machen, geht für mich immer nach hinten los, weil das ist Hackfleisch, mehr nicht, nicht mehr und nicht weniger. Geschmack, glatte Eins, das Einzige, was ich nicht mag, aber da kann Nelson absolut nichts für, ist das Krümelige vom Hackfleisch. Das mag ich nicht, das passt für mich da nicht dazu. Aber geschmacklich ist das eine glatte Eins. Ja, es ist super. Ich mag dieses schön fruchtig. Ja. Und vor allem eine Krustentiersoße aus 6 Garnelenschalen in der Menge, mit der Farbe, mit der Aussagekraft zu machen, das kann man normalerweise nur mit Dosen machen. Das ist wirklich super. Geil. Toll. Mhm. Alphonse, was sagst du? Ja, es ist für mich so Louisiana, Cajun Kitchen. So funky. Eigentlich mögen sich die Dinge gar nicht, aber wenn sie es zusammen isst, mögen sie sich. Er hat funky gesagt, ja. Er hat funky gesagt. Ja, es ist. Ich meine, du musst jetzt nicht vergessen, wir reden jetzt hier nicht von einem Krustentierschaum. Wir reden jetzt hier, dass das scharf ist. Das hat was, dieses Süße der Melone. Dann die Garnelen passen gut dazu. Auch die hast du wunderbar gebraten. Die hast du nicht überwürzt, sondern das einfach mitlaufen lassen. Man muss immer von dem ausgehen, dass er nicht von ihm ein zusammengestelltes Rezept, sondern aus diesen Zutaten in 50 Minuten es zu machen. Kompliment. So, ganz toll. Was sagt Cornelia? Also ich muss wirklich sagen, ich hatte größtes Mitleid mit Nelson. Du hattest und Mitleid, ne? Ich hatte wirklich wegen Mitleid. Wegen der Melone? Ja, ja, ne? Ich habe gedacht, diese ganzen dreierlei Melonenkram und dann dieses blöde Hackfleisch und dann noch die Garnele und so weiter. Und ich kann auch nur sagen, Hut ab, das sieht, finde ich, grandios aus. Das hätte ich auch, könnte ich auch in Kalifornien irgendwo essen. Stimmt. Ne? Das sieht so richtig klasse aus. Und so wie es aussieht, schmeckt es übrigens auch. Und von daher. Ja, Hammer. Toll. Nelson, ganz, ganz toll. Pass auf, jetzt machen wir einmal die Maschine aus, Nelson. Ja, klar. Können wir die einmal ganz kurz ausmachen, Lea? Nur ganz, ganz kurz. Denn jetzt wollen wir einmal, Nelson, hören, wie dieses Ding heißt. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar leckere Garnelen. Ich weiß, dafür muss ich sie ein bisschen schälen. Ich habe sie gemischt mit ein bisschen Couscous. Vielleicht gibst du mir dafür noch einen Schuss Wodka oder Whisky ins Glas. Ich weiß genau, Markus hat immer das richtige Maß. Aber Alphonse Schubeck sagt manchmal funky. Ich denke mir, manchmal ist er eigentlich ein Monkey. Nein, er kommt direkt aus Bayern. Und ich weiß, da unten wissen sie zu feiern. Cornelia Poletto steht da drüben in der Ecke und denkt sich, was für eine leckere Schnecke. Lea Linzer ist da drüben hinten. Und ich weiß genau, sie möchte dem Publikum winken und am Schluss geht es rüber zu Tim Melzer. Er ist kein Hinterwäldler. Nein, er kommt direkt aus Hamburg in der Stadt. Und ich weiß, dass er einiges in sich hat. Und er macht die Pasta viel zu lecker. Ha, er ist einfach ein Zuckerbäcker. Yeah! Ganz toll. Freestyle halt. Ne? Freestyle, ja. Mit Nelson kann man es mal. Ein großartiger Musiker, Nelson. Wirklich absolut sensationell. Wie sagt man es? Ein Styler, ne? Ja, Styler kann man auf jeden Fall. Ein Styler ist ja eigentlich jemand, der so ein bisschen darauf achtet, wie er so rüberkommt und so. Aber naja, ich gebe mir zwar manchmal Mühe, darauf zu achten, aber irgendwie klappt es dann irgendwie doch nicht, weil ich halt so bin, wie ich bin. Ne? Also, ja, genau. Ist halt so. So wie Jan Delay. Der auch immer so. Ist auf jeden Fall ein Styler. Jan ist ein Styler, immer schön gedressed und macht super Musik und achtet halt immer auch drauf, dass alles gut ist. Und das müssen wir Köche ja auch. Und wenn ihr noch in der Kneipe sitzt und jammert, dass das Leben scheiße ist, sitze ich hier, Stift und Papier, der eine jagt den nächsten Geistesblitz. Ist das von Jan? Ist von Jan, ja. Super. Respekt. Ja, total. Ja, nee, ich meine, Respekt für Jan. Das ist, ja, aber auch, dass du so textsicher bist. Naja, nee, ich liebe diese Sachen. Es gibt noch so eine andere schöne Zeile von Jan Delay. Bist du eher so der Regungslose? Fernseher, Sofa und Trainingshose. Das ist ein großer Satz. Ganz groß. So, jetzt sind wir durch. Bedanken uns zunächst mal sehr, sehr herzlich bei Nelson Müller, der ein wunderbares Essen gemacht hat. Und freuen uns auf Lea Linster, die rot
Nüsse, Oxalis, Blätterteig, Vanille, Zitrone, Honig, Karamellbonbons und Amaretto verkocht hat. Das mit dem Amaretto war so eine Sache. Jetzt kommt die ganz große Überraschung. Also der Amaretto wurde ja nicht verkocht, der wurde ja verbrannt. Wow, was ist das denn? Das haben wir nicht gewusst. Also wenn, was ist das denn? Ich erkläre dir jetzt. Ich wusste nicht, was mit diesen wunderschönen Blättern da anfangen. Ja. Dann habe ich mal Zucker damit gemacht. Dann wurde der so schön rot, wie das hier. Das ist eine tolle Farbe. Hey. So, und dann habe ich gedacht, da ist das Eiweiß. Und ich sage ja immer, bei mir geht nichts verloren. Hab Zeig das einmal richtig in Großaufnahme. Geh mal ganz nah ran an diese. Was ist das hier? Was hast du da drin? Ja, das ist die Maschine, die du immer ausgedreht hast. Das ist Eiweiß. Eiweiß, ja. Und anstatt Zucker habe ich hier diesen Zucker mit diesen, wie heißen sie, der rote Oxalis. Voilà, habe ich den da reingemacht. Und guck daher, das wird blau. Toll. Das wissen wir nicht. Und super, ne? Ja, wie nennen wir dein Dessert? Das Dessert heißt, die Kuh frisst sonntags nur Sauerklee. Weil da ist ja fast alles von der Kuh drin. Weißt du, vom Klee bis zur Sahne zurück, da ist eine ganze Weide drin. Das ist, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, aber... Ich habe keine Worte. Also als das jetzt blau wurde, war ich so froh. Aber das finde ich auch grandios. Guck, und schmeckt das Eis. Also da sind all deine Bonbons da drin. Also du hast, ne? Und den Amaretto kann man gar nicht mehr rausschmecken hier aus der Soße. Da bin ich ganz froh dafür. Ja. So, wie schmeckt es euch denn? Amaretto ist nicht so ihr Ding, ne? Also ich habe richtig, bin total begeistert, ehrlich gesagt. Gerade echt, das ist so ein Moment, wo man wirklich so, ja, manchmal auch Gänsehaut bekommt. Einfach, ne, weil es einfach... super schmeckt, total überraschend aussieht und einfach perfekt umgesetzt ist. Also man merkt auch, dass es von einer Frau kommt, finde ich so, mit den Farben. Das ist halt irgendwie so... Das ist super, ja. Nein, das ist wirklich gut. Nein, das ist einfach... Das ist einfach total cool. Das ist so Mehr gut, kann das ich dazu echt nicht sagen. Oh, das ist so gut, das Zeug. Diese Arlette ist auch so gut. Ja, da könnt ihr mich reinlegen. Wir kommen natürlich aus Frankreich, verstehst du? Cornelia. Wie findest du es? Ich fand auch die Zutaten unterirdisch und ich finde, das, was Lea da rausgezaubert hat, ist einfach Wahnsinn. Ich finde es so toll, dass man so... Dafür kann ich nicht, das ist hellblau, hellblaues Eiweiß-Schäumchen irgendwie hinbekommt, aber auf so natürliche Art und Weise. Wie hast du das nochmal gemacht, Ich habe das Eiweiß da reingemacht und anstatt Zucker reinzutun, ich habe ein bisschen Zitronensaft, Dann habe ich hier, von den Zucker hatte ich ja da Zucker und die Blätter einfach nur so gerollt, dann wurde das so schöner farbiger Zucker, was ich ja liebe. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du anstatt einfachen Zucker mal den hier da rein. Und dann wurde es blau. Ach, das war ein Zufall. Das war so ein kleines... Ich kann für nichts. Ein Experiment. Ein kleines chemisches Experiment. Aber was super ist, dass du auf eine natürliche Weise diese turquoise blaue Farbe rausbekommen kannst. Denn in der Konditorei glauben die Leute immer, für blau brauchen sie unbedingt chemische Farben. Oder also, Vater Abraham, ja. Ja, also nicht chemisch unbedingt, aber diese Lebensmittelfarbe, was immer da drin ist. Super, aber ist das nicht wunderschön, wenn das wie nennst du die Blätter? Rote Oxalis. Rote Oxalis, da kann man turquoise Sachen machen. Absolut. Auch wenn du heutzutage nicht mehr so richtig drückt, so nachvollziehen, wer hat den ersten halbflüssigen Schokoladenkuchen gemacht? Wer hat das erste Schokoladeneis gemacht? Wer hat das erste Ratatouille gekocht? Aber man kann definitiv in Zukunft sagen, wann immer Sie in Zukunft irgendwo essen gehen und Sie haben blauen Schaum drauf, Lea Linzer hat es erfunden. Oh. Ja. So sieht's aus. Ha? Alfons, was sagst du? Sehr, sehr gut. Und die Kombination, also ich bräuchte den Schaum nicht, aber diese beiden Dinge zusammen, ja, natürlich ist lustig. Aber diese beiden Dinge sind einfach genial. Also das kannst du hier der Klassiker. Ja, der Klassiker, der ist einfach genial. Also diese Arlette, kannst du nicht sagen. Die müssen halten, was sie versprechen. Absolut. Okay. So wie heute alle. Und ich merke eine richtige Euphorie da in eurer Runde hier. Man muss euch einmal ordentlich unter Druck setzen und aber dann steht am Ende ein großes Glücksgefühl. Macht euch das Spaß, so zu kommen? Ja, ne? Alfons, dir auch. Ja? Es ist oft, wenn man selber ein paar Produkte zu Hause hat und man sagt, ich muss was Neues machen, dann hat man dafür mehr Zeit. Hier stehst du unter Druck und musst unter Druck jetzt was machen. Für Restaurant, wohlgemerkt.
Aber das, was heute gemacht worden ist, hat jedes Gericht für sich sehr, sehr gut geschmeckt und für meine Begriffe sehr kreativ gemacht. Absolut. Super. Also Kompliment. Also, schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine ganz tolle Runde bei Cornelia Poletto, Lea Linster, Tim Melzer, Alfons Schubeck und Nelson Müller. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Jetzt die Kollegin von heute Nacht. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.